Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Oh. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche, diese Safes zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Oh, schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was sollen wir jetzt so tun? Ah, ich muss mir das einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh. Ah, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Ich frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na, wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das lila Schloss. Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow, jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? No. Oder ein Krokodil? Nein, die wären viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh, wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lass dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es. Ich frag mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh, wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay, ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh, wow. Es hat geregnet. Versuch es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Orbis. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen.
Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig Ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte! Nimm diesen Wurm raus! Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte! So viel Schaum! Haha, voll die coole Schaumparty! Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß! Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Okay. Was ist das denn? Das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh nein. Das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht bekleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Was ist das? Igitt! Das sind ja Haare! Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt mach doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind. Und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker Schmecker. Oh, unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig. Such nach dem nächsten Schlüssel. Oh, ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich habe den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Nochmal Platz hier. Ich werde nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich habe seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich gehe ja schon. Okay, die letzte Runde. Was ist das? Das sind Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen. Ich wäre fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben es geschafft. Ja, nichts wie raus hier. Okay, der Wecker klingelt, also ist es Zeit aufzustehen. Was für ein Tag ist heute? Oh, ich hab's ja völlig vergessen. Heute ist Halloween. Das ist eine gute Nachricht. Es wird Zeit für ein paar schreckliche Streiche. Zuerst brauchen wir einen Luftballon, ein weißes Tuch und einen schwarzen Marker. Schaut mal, das sieht aus wie ein echter Geist. Ich habe selber nicht erwartet, dass das so cool aussehen würde. Diesen Geist werden wir in Mias Zimmer aufhängen. Ach, die schläft noch. Das ist meine Chance. Ich darf keine Minute verlieren. Den Geist lasse ich hier direkt vor ihrer Nase. Und das ist noch nicht alles. Ich habe hier ein paar coole Handschuhe vorbereitet. Und jetzt bleiben noch diese Murmeln, die ich einfach auf ihrem Boden verteilen werde.
Ach ja, und nicht vergessen, wir brauchen noch schön viel Slime. Der sieht gut aus, so richtig eklig. Wenn sie erstmal hinfällt, soll sie schön in diesem Slime landen. Ach ja, und statt der Tür möchte ich, dass sie nur noch eine Wand sieht. Ah, was ist das denn? Das ist ja ein Geist. Na, dass du wegkommst. Okay, das ist kein echter Geist. Moment mal, was ist mit meinen Händen passiert? Oh, wartet mal, das sind auch nur Handschuhe. Okay, alles klar, das sind alles nur Halloween-Streiche. Moment mal. Oh, was ist da auf meinem Gesicht? Boah, dieser Tag hat ja echt blöd angefangen. Was? Wo kommt die Mauer auf einmal her? Das ist doch so eine Art Wahnsinn. Hallo Mia, Happy Halloween. Na, warte, Susie. Es wird Zeit, dass ich mich räche. Und ich weiß auch schon, mit welchem Streich ich das machen werde. Ich brauche einfach eine Tischplatte. Da mache ich ein Loch in die Mitte. Jetzt kommt noch schwarzer Stoff drüber. Da mache ich auch ein Loch in die Mitte. Und darüber einen riesigen Popcorn-Eimer. Davon schneide ich den Boden ab. Super, jetzt kommt da mein Popcorn rein. Wir haben es auch schon fast geschafft. Na, was sagt ihr zu meinem Halloween-Make-up? Jetzt erschaffen wir noch gruselige Atmosphäre durch einen guten Horrorfilm und durch das passende Licht. Von nun an seid still. Schaut einfach zu und ich verstecke mich unterm Tisch. Oh, ein Horrorfilm ist ja voll cool. Den muss ich mir ansehen. Ah, Popcorn, cool. Was ist das denn? Muss ich mir wohl eingebildet haben? Ah, mein Finger! Wer ist das denn? Was für ein Monster steckt da drin? Ich bin's. Ach du meine Güte, nichts wie weg hier. Tut mir leid, Mia, aber jetzt werde ich mich definitiv rächen müssen. Für meinen nächsten Streich brauche ich so eine Gummihand hier. Die sieht genauso aus wie eine echte. Und ich brauche meinen Werkzeugkasten, und zwar diese Bohrmaschine. Es wird Zeit, dass ich noch mein Haus ein bisschen dekoriere. Aber wie soll ich das machen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh, du kommst aber rechtzeitig. Schau mal, ich habe eine Bohrmaschine. Das haben wir gleich ratzfatz geschafft. Hatschi! Oh nein! Ich habe meine Hand durchbohrt! Susie, was ist mit dir passiert? Oh Mann, ich glaube, mir wird schlecht. Hilfe? Ah, sie ist drauf reingefallen. Hä? Ist das Susies Hand? Oh, die ist ja gar nicht echt. Die hat mich schon wieder reingelegt. Na gut, dann wird's für mich Zeit, dass ich mich räche. Für diesen nächsten Prank mache ich mir eine Glatze. Und darüber setze ich diese Gehirnmaske hier. Sieht schon mal nicht schlecht aus, aber hier fehlt noch ein bisschen was. Und zwar Blut. Dafür nehme ich mir rote Farbe und tupfe dieses weiße Verband da rein. Und jetzt wickle ich es vorsichtig um mein Fake-Gehirn. Sieht gruselig aus, oder? Jetzt muss ich noch eine Perücke aufsetzen. Susie wird nichts ahnen. Steht mir doch, oder? Ach ja, das Schild natürlich nicht vergessen. Das kommt hier auf den Rücken. Jetzt muss ich Susie finden. Hallo Mia, schau dir den Horrorfilm mit mir an. Ich hoffe, sie wird darauf reinfallen. Das wollte ich schon länger mal machen. Was ist das denn? Habe ich hier etwa die Haut abgerissen? Ach du meine Güte! Yeah, die ist voll drauf reingefallen. Süßes oder Saures? Ah, hier kommen die ersten Gäste. Bitte sehr. Hey, du hättest hier nur ein paar Bonbons nehmen sollen, nicht gleich die ganze Schüssel. Na gut, dem werde ich eine Lektion erteilen. Für den mache ich nämlich ganz besondere Schokoeier. Und zwar aus echten Hühnereiern. Einfach nur mit Schokolade überziehen und verpacken. Sieht toll aus. Süßes oder Saures? Ach, du schon wieder. Bitte sehr, ich habe dir was vorbereitet. Mal sehen, wie dir das gefallen wird. Ja, was für ein Fang. Yeah, ich liebe diese Kinderüberraschungseier. Oh, das sind ja rohe Eier. Ist ja mega eklig. Streichespiel macht so viel Spaß. Jetzt geht's weiter mit einem Kürbis. Das ist das ultimative Halloween-Symbol. Der Kürbis hat schon ein Gesicht. Jetzt kommen da noch ein paar Kerzen rein. Oh
Und diesen Kürbis stelle ich jetzt einfach unter Susies Bett. Gut, dass sie gerade nicht da ist. Ich muss mich beeilen, bevor sie kommt. Toll. Und jetzt brauche ich noch diese Schuhe und etwas rote Farbe. Die Farbe kommt auf die Sohle. Denn damit werde ich jetzt blutige Fußabdrücke auf dem Teppich hinterlassen. Oh, sieht toll aus. Nichts wie weg hier. Oh, das war ein anstrengender Tag heute. Ich bin müde. Ich muss mich entspannen. Was ist das denn? Habe ich da etwa Blut auf dem Teppich? Du meine Güte, wer ist denn da unter meinem Bett? Oh no! Steig sofort da raus! Haha, du bist echt drauf reingefallen. Nein, das ist gar nicht witzig und ich bin gar nicht drauf reingefallen. Mach, dass du wegkommst, Mia! Haha, du hast dich getroffen! Ich habe doch nur einen Scherz gemacht und schon wirft die mit einem Kissen nach mir. Ich werde mich rächen müssen. Dafür nehme ich mir dieses schneeweiße Handtuch, lege es auf den Boden und hinterlasse ein paar blutige Handabdrücke. Ich habe festgestellt, dass das Susie ganz schön viel Angst macht. Genau diesen Effekt strebe ich auch an. Super. Das fühlt sich übrigens so toll an. Jetzt kommt dieses wunderschöne Handtuch wieder zurück. So wird sie auch keinen Verdacht schöpfen. Aber das Handtuch an sich ist noch nicht genug. Ich gebe einfach noch ein bisschen rote Farbe in diesen Duschkopf hier. Das muss sie dann so richtig erschrecken. Alles hat funktioniert und das Beste ist, dass ich keine Spuren hinterlassen habe. Diese blutige Dusche wird die absolute Überraschung für sie sein. Ah, ich habe noch eine brillante Idee. Ich werde einfach eine gruselige Seifennachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Wie wär's denn mit etwas wie "Ich beobachte dich"? Das klingt ganz schön gruselig. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Susie auf diese Streiche reagieren wird. Es wird Zeit, dass ich mich dusche. Ich werde mich entspannen. Hä, was stimmt mit diesem Wasser nicht? Oh, das ist wieder schon ein Streich, oder? Hä? Woher kommen diese Abdrücke auf meinem Handtuch? Was heißt das denn? Jemand beobachtet mich. Nichts wie weg hier.